Servus zu Barbecue aus Franken. Es ist wieder Rezepttag, also sprich Mittwoch. Also für euch. Für mich ist es zweiter Weihnachtsfeiertag und wir haben einen richtig schönen Truthahn auf dem Grill. Da habe ich gestern ein bisschen Vorbereitungen dazu getroffen. Die schaut euch jetzt am besten mal an. Und wenn ihr das angeschaut habt, beziehungsweise direkt im Anschluss danach, zeige ich euch schon mal, wie das Teil jetzt im Moment auf dem Grill ausschaut. Also viel Spaß mit dem heutigen Video. Da ist der Truthahn, den es bei uns am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt. Ich habe den Truthahn von Click & Grill mir kommen lassen. Ein richtig schönes Teil, gut 6 Kilo schwer. Und ich glaube, das wird für uns Bauhansele, die wir da sind, wird es leicht reichen. Ich will den nicht einfach so jetzt auf den Grill legen und hoffen, dass es irgendwie gut wird. Ein bisschen Vorbereitung werden wir machen. Ich lasse den Truthahn über Nacht in eine Würzlage und die werden wir jetzt herstellen. Ruhen, damit er richtig schön saftig wird und bleibt und auch ein bisschen schönen Geschmack schon annimmt von ein bisschen Zutaten, die ich euch jetzt gleich zeige. Und da sind dann die Zutaten für die Würzlage. Ich habe hier Salz, ich habe Zucker, ich habe Zwiebeln, ich habe Sellerie, Karotten, Lorbeerblättern, dann schwarzen Pfeffer und ein bisschen Thymian. Die genauen Mengen, ihr wisst ja Bescheid, die nehmt ihr bitte aus dem Rezept, findet ihr unten als PDF zum Ausdrucken. Was wir auch noch brauchen, ist reichlich Wasser, insgesamt so etwa 6 Liter. Und von diesen 6 Liter werden wir jetzt erst einmal 3 Liter aufkochen. So, das Wasser wird schon mal heiß, ist kurz vorm Sieden. Und da hinein gebe ich jetzt den Zucker und das Salz. Und das lassen wir jetzt mal richtig schön aufkochen und lösen quasi Salz und Zucker in dem Wasser auf. So, das ist jetzt richtig schön aufgekocht, das können wir jetzt ausmachen. Und dann geben wir nochmal 3 Liter Wasser dazu. Insgesamt sind so 6 Liter, die wir brauchen werden. Und lassen das komplette Wasser auskühlen. So, bei mir passen leider nur 5 Liter in den Topf rein, das heißt, 1 Liter muss später noch nachgeschüttet werden. Jetzt können wir aber zumindest schon mal die Gewürze mit reingeben. Thymian. Und eigentlich könnten wir jetzt auch gleich das Gemüse mit dazugeben, nur dann schwappt mir der Topf über. Also gebe ich später dazu, das spielt keine Rolle. So, der Truthahn ist mittlerweile ausgepackt, wunderschön das Teil und es sind, ja, 6 Kilo Fleisch pur. Ich habe den Butzel weggemacht und jetzt müssen wir das Ganze natürlich in der mittlerweile kalten Lage einlegen oder in die kalte Lage einlegen. Ist natürlich nicht so einfach mit so einem großen Teil passenden Behälter dazu zu finden. Idealerweise habt ihr einen schönen Eimer. Und ich bekomme keine Werbeeinnahmen für diesen Eimer hier. Das ist einfach einer, der ist halt gerade da. Wichtig ist, dass der Eimer einfach sauber ist. Und das ist er. So, und dann kommt der Truthahn da rein, mit der Brust nach unten. Und jetzt gebe ich den Sud dazu. Versuche das auch ohne Sauerei hinzubekommen oder mit möglichst wenig. Also in dem Fall habe ich jetzt tatsächlich nur diese 5 Liter reingebracht, die auch jetzt schon im Topf waren. Gut, ist die Salzkonzentration ein bisschen höher, aber ich denke, das wird schon passen. Jetzt das Gemüse noch dazu. Jetzt haben wir gleich so einen richtig schönen vollen Eimer. Alles ein bisschen reingeben. Ja, und der Großteil ist tatsächlich unter Wasser. Es wird funktionieren. Dann machen wir einfach mal ein bisschen Folie drüber. Wenn ihr das Glück habt, dass bei euch das so passt, dass ihr einen Deckel drauf bringt, ist das natürlich umso besser. Und idealerweise bleibt das Ganze jetzt kühl gestellt. Über Nacht, beziehungsweise noch besser natürlich 24 Stunden einfach so in der Lage. So, die Nachtruhe für den Vogel und für mich natürlich auch, die ist vorbei. Ich habe den Truthahn schon mal aus der Lage genommen, aus der Würzlage, habe das Gemüse davon aufgefangen, das werden wir jetzt gleich für die Füllung verwenden. In die Füllung kommt jetzt noch Zitronen und Apfel mit dazu. Und ja, den Truthahn habe ich jetzt eigentlich nur raus aus der Lage, habe ihn abgetropft und jetzt werde ich ihn von innen etwas salzen, bevor ich die Füllung zubereite. Versuchen wir das mal ein bisschen kameragerecht hinzubekommen. Ich mache die Hände nass, weil das Salz gleich ein wenig klumpig, aber ich salze den von innen und pfeffer den von innen. Pfeffern wird nicht so ganz so einfach, ich mache mir jetzt einfach da eine Menge rein. Das einfach dann innen. Von der Zitrone reibe ich was von der Schale direkt ins Gemüse. Dann schneide ich die Enden ab.
schäle die Zitrone und schneide die einfach in Stücke. Wenn dann ein bisschen der Schale dabei ist, ist es kein Problem. So, die Füllung ist ja nicht zum Essen gedacht, weil die ist eigentlich bloß dazu da, dass der Truthahn von innen nicht austrocknet. Gehen wir ins Gemüse dazu. Der Apfel wird auch bloß in Stücke geschnitten. Und auch der Apfel geht da rein. Einmal kurz durchmischt. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel. Schauen wir mal, was reingeht. Dann geben wir einfach die Füllung locker in den Vogel. Oh, da ist schon viel Platz in so einem Vogel drin. So, jetzt geht es darum, einfach die Füllung quasi im Truthahn zu lassen. Normalerweise würde man es jetzt zunähen, aber nachdem das so schön schon aufgeschnitten ist, mache ich das einfach wieder so, wie der Truthahn gekommen ist. Ich mache das wieder so zu und schon ist die Öffnung hier weitgehend zu. Ich spiele den Fußball damit, kann also gar nicht großartig was rausfallen. Ja, der Teufel liegt im Detail. Ausfall des Mikrofons, deswegen nachsynchronisieren. Der Truthahn wird gesalzen und gepfeffert von allen Seiten. Also rumdrehen und das ganze Spiel von vorne. Und ja, wenn das gemacht ist, dann nehmen wir ein bisschen Metzger an, binden den Truthahn noch richtig schön zusammen. Und ja, das geht relativ fix und einfach. Und wenn das gemacht ist, dann haben wir so eine Auflaufform, so eine Gärform, ein bisschen Wurzelgemüse. Und dann Gitter oben drauf, beziehungsweise jetzt erstmal Tomatenmark mit rein und dann Gitter oben drauf und dann wird der Truthahn drauf platziert. So, das Ganze kommt bei mir heute in den Broilking rein, in den Pelletsmoker. Ich habe dieses Hähnchenprogramm gewählt, also Geflügel bei 175 Grad und da kommt es jetzt erstmal rein. Und ja, ich werde das Ganze noch mit Fühlern versorgen und dann wollen wir eine Kerntemperatur von 80 Grad bis 85 Grad an den dicksten Stellen erreichen. Ja, machen wir mal den Deckel zu. Großer Snipast. So, ihr habt gesehen, es war kein Hexenwerk, ein bisschen Vorbereitungszeit. Das Wichtigste war, oder das Schwierigste war, den passenden Eimer zu finden. Aber haben wir gefunden. Und jetzt ist der Truthahn seit 45 Minuten im Grill bei 175 Grad. So schaut er im Moment aus. Und was ich mir auch noch gemacht habe, ich habe mir eine Mopflüssigkeit gemacht. Und zwar besteht diese Flüssigkeit aus geschmolzener Butter und Weißwein. Und damit streiche ich jetzt so alle halbe, dreiviertel Stunde den Truthahn ein. Aus dem ganz einfachen Grund. Kriegt eine schöne Farbe, wird eine schöne Kruste bekommen, hoffe ich zumindest. Und er verhindert mir das Austrocknen, beziehungsweise dieser Mob verhindert mir das Austrocknen. Und was da runterläuft, kann nur gut sein für die spätere Soße. Deckel machen wir wieder zu. Und weiter geht's. So, eineinhalb Stunden sind jetzt mittlerweile rum. Ich habe gerade noch mal mit dem Mopp Flüssigkeit aufgetragen. Und das Gemüse hat jetzt auch ein bisschen Röstaromen angenommen. Und jetzt ist Zeit für Geflügelform. So, zwei Gläser Geflügelform ist da jetzt drin. Quasi so wie die Basis der Soße. Der Truthahn wird ja noch Saft verlieren, wird mit reintropfen. Weißwein kommt noch dazu. Ein bisschen Buttergeschmack kommt durch die Mauberei noch ein bisschen dazu. Das Gemüse haben wir drin. Ja, unsere Basis für die Soße sollte dann passen. Aber wenn ich jetzt noch weiter rede und den Deckel offen lasse, wird es nichts mit dem Vogel. Also Deckel zu. Passt. So, jetzt sind im Moment 3 Stunden 45 Minuten vergangen. Der Vogel schaut so aus. Jawohl, ja, das wird so. Die Flüssigkeitsstand ist gut. Ich habe vor einer halben Stunde noch ein bisschen was dazu von dem Fond. Und jetzt werden wir ein letztes Mal moppen. Und insgesamt habe ich das Ganze jetzt viermal mit meiner Mopsoße eingepinselt. Also sprich mit dem Wein und der zerlassenen Butter. Und ab jetzt ist unser Ziel, eine schöne Haut zu bekommen, halbwegs knusprig und das Fleisch richtig schön durch. Minimum 80 Grad Kerntemperatur. Ich schaue mir schon mal, was die Soße so macht. Dass wir da keine dunkle Soße bekommen heute, ist klar, soll auch nicht.
Da ist jetzt abzusehen, die wird sensationell gut. Also, Deckel wieder zu, wir haben noch Zeit. Nach 4 Stunden 15 Minuten und 80 Grad Kerntemperatur im Durchschnitt habe ich dieses schöne Teil hier. Jawoll, ja. Sieht es nicht lecker aus? Richtig schöne Farbe. Hervorragend. Und ja, da werde ich jetzt mal die Fühler rausnehmen und dann schneiden wir einfach mal das Stückchen ab. So, ich schneide jetzt direkt am Grill einfach mal ein Stück da raus. Und schaut es nicht schön aus? Sensationell. Und es sieht vor allen Dingen noch saftig aus. Und das werden wir jetzt probieren. Das ist saftig. Schaut mal, was da unten rausläuft. Bleibt da, stell mir zu dumm zum Schneiden. Und das wird jetzt versucht. Schaut mal, was da rausläuft. Sensationell. Ja, und heute machen wir kein großartiges Tellerbild. Das, was ihr gerade gesehen habt, das muss heute reichen. Und ja, mein Geschmackserlebnis werde ich euch gleich versuchen zu vermitteln. Ich habe Gäste da, natürlich Corona-konform. Und die möchten heute ein gutes und vor allen Dingen heißes Essen haben. Deswegen werde ich das ganze Teil jetzt einfach mal versuchen. Ja, doch. Richtig schön saftig noch. Diese Würzlage, die kommt so ganz leicht raus. Eine leichte Salzigkeit ist damit dabei. Richtig, richtig schön. Das Fleisch ist alles nur nicht trocken. Richtig gut. Also, schöne Geschichte. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, wie ich gedacht habe. Aber ja, es waren gut 6 Kilo. Und pro Kilo so eine Dreiviertelstunde bis Stunde müsst ihr wohl einrechnen. Ich schaue, dass ihr jetzt ganz schnell meinen Braten reinbekommt. Übrigens noch ganz kurz, Soße habe ich einfach nur das Gemüse abgeseiht, ein bisschen mit kalter Butter gebunden. Fertig, war sehr, sehr gut. Es gibt Kartoffelbrei bei uns dazu und ein bisschen Rotkraut. So, ich muss mich schicken. Die Leute wollen essen, die haben Hunger. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Klar ist es jetzt nicht mehr Weihnachten, wenn ihr das schaut, aber die nächsten Feiertage kommen bestimmt, ob das Ostern, Weihnachten, Geburtstage. Ihr wisst selber, wann ihr das machen könnt. Gar keine Frage. Macht es auf jeden Fall nach. Rezept findet ihr unten. Und ich hoffe, wie gesagt, dass euch die ganze Geschichte gefallen hat. Wenn ja, Daumen nach oben wäre wunderschön. Auch Kanal abonnieren wäre hervorragend oder vielleicht auch sensationell. Macht es das ganz einfach. Nächste Woche gibt es wieder ein neues Rezept vom Barbecue aus Franken. Jetzt habe ich nichts dort zum Naschen, aber gleich werde ich vom Teller was haben. Bis nächste Woche. Ich bleibe euer Sven. Tschüssi.